Servus, Leute! Und da sind wir wieder bei einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play The Elder Scrolls von Skyrim. Herzlich willkommen zurück! Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben die Dornar-Quest-Reihe abgeschlossen, wir haben Harkon getötet und haben Serana jetzt als Begleiterin gewonnen. Ich habe mir passend zu diesem Ebenerzharnisch mal so eine Rüstung noch dazu geschmiedet und probiere mal aus, wie das so ist. Ja, in der Zwischenzeit habe ich, muss ich euch gestehen, etwas offscreen gemacht und zwar, ihr seht auch schon oben rechts bei der Stufe, ich habe Verzauberung, weil ich euch damit eigentlich nicht länger belasten wollte, sage ich mal, jetzt habe ich was vergessen, habe ich Verzauberung auf 100 noch schnell geskillt, das war ja eh nicht mehr allzu viel, das wollte ich euch einfach in der Aufnahme jetzt ersparen. Und deswegen sind wir eine Stufe aufgestiegen. Wo ich auch gleich mal wieder... Ah ne, Moment. Stamina ist diesmal, glaube ich, dran. Genau, wir nehmen mal... Was, ich trage zu viel. Das ist mir jetzt verarschen. Braucht ihr etwas? Ja, du hast, glaube ich, noch meine Schuppen dabei. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Oh mein Gott! Ich habe ja noch alle anderen Schmiedezeug dabei, was ich eigentlich gar nicht brauche. Drachenknochen, Schuppen, Barren. Gold, so viel Gold, das lustigerweise nichts wiegt in der Tasche. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Da mir mal was ganz was anderes erzählt wurde. So. Jawohl, deswegen Fertigkeiten. Also wie gesagt, ihr seht, das hat ein bisschen was gebracht, dass ich mich da in der Verzauberung eben auf 100 gelevelt habe. Ja, und deswegen kaufen wir uns jetzt da mal geile Sachen. Und zwar verständiger Verzauberer. Verzauberungsschub. Ups. Verzauberungsschub. Und... Zusatzeffekt, du kannst zwei Zauber auf einen Gegenstand wirken. Damit sind alle unsere Perks zwar weg, aber das hat's gebracht, oder Leute? Deswegen nehmen wir uns jetzt noch... Haben wir noch Ringe oder sowas oben, was wir noch nicht verchartet haben? Ah ja. Ah ne, doch nicht. Genau, das waren die ganzen Sachen, wo ich mich geübt habe. Ah, da ist noch nichts drauf auf dem Silberring, okay. Nehme ich den mal mit. Oh, das muss ich ja alles noch beim Beletor verkaufen. Ein Diadem. Ein Kupferdiadem. Ja, nehmen wir mal noch ein bisschen so Halsketten und so Zeug mit. Habe ich noch unverzauberte Ringe? Habe ich keine mehr, ne? Na, sind alle schon verzaubert. Dann würde ich mal sagen, dann schmieden wir uns doch einfach noch ein paar Ringe. Das Schmieden der großen Ringe! Schmieden wir uns den einen Ring. Wollen wir den Goldbarren, brauche ich dafür. Einer reicht. Dass man aus einem Goldbarren bloß zwei Ringe fertigen kann, ist auch ein bisschen schwach. Aber Serana braucht ja auch einen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. So, Schmuck, Schmuck. Zack, das wäre auch erledigt. Dann sprinten wir... Nein, Moment, wir sprinten nicht hoch. Wir porten uns hoch zur Drachenfeste, weil wir es können. Dann enchante ich nochmal den Rest meiner Rüstung und die Sachen und so. Ich bin jetzt gespannt, was das bringt. Also ich habe Verzauberung vorher noch nie wirklich geskillt gehabt, aktiv. Weil ich auch nie auf Meister gespielt habe, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ja jetzt hier mein erstes Mal mit euch, sozusagen. So, schauen wir gleich mal, weil ich das gesagt habe. Na, ja, wir haben auf Meister. Passt, passt alles. Dann mal auf zum Enchantment Table. Ah, hallo Faringer, nein, ich will nicht mit dir reden. So, entzaubern haben wir nichts. Verzaubern. Gegenstand. Der Ebenerz. Besucht ihr die Drachen, über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Magiker erhöhen, bitte. Steigert Magiker. Komm, 62! Du Scheiße.
So, und jetzt müsste ich ihn dann nochmal eigentlich auswählen können, ne? Ach nee, das hätte ich wahrscheinlich... Na egal, es ist jetzt nur zum Üben da. Eben jetzt Panzerhandschuhe, verzaubern mit. So. Magiker verstärken und... Schießkunst. Ah, so geht das also. Steigert Magiker und Bögen wirken 40% höheren Schaden. Das ist schon... Ich mache aber lieber Schlossknacken. Ja, Seelenstein auswählen. Gegenstand. Die Stiefel. Womit verzaubern wir denn die? Ausdauer. Boah, ist das mächtig, ey. Ich bin richtig happy, dass ich das so gemacht habe. Taschendiebstahl wollen wir ja eh noch skillen, sag ich mal. Deswegen. So, Gegenstand. Jetzt kommt's. Der eine Ring. Mit Gesundheit auf jeden Fall. Magiker und Gesundheit um 62 Punkte. Mächtig. Gegenstand, den anderen Ring auch, weil den kriegt dann Magiker und... Wo ist war es jetzt da? Gesundheit. Den kriegt dann nämlich Serana. So, goldene Halskette. Verzaubern mit. Magiker und Gesundheit wieder. Boah, Leute. Hammer. So. Goldene Halskette. Verzaubern mit. Wir können uns da so pushen. So, Gegenstand. Kupferdiadem. Verzaubern mit. Magiker und wieder Gesundheit natürlich. Für unsere gute Serana. Meine Gesundheit können wir mit dem gar nicht verstärken. Machen wir Magiker-Regeneration. Magiker regeneriert sich 62%. Boah. Ja. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Oh, was gibt es? Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Deine Handschuhe kannst du mir gleich mal geben. Deine Halskette ist Schnee von gestern, ebenso wie dein Diadem. Hä, warum kann ich sie ausziehen? Ach, das ist gar nicht ihre Rüstung. Ich dachte schon. Was nun? Ich bin schon wieder ein wenig unkonzentriert. Dann lass mal sehen, was ihr da habt. So, erstmal kriegst du von mir... Das da. Das da. Das da. Und die Handschuhe kann ich doch sicher noch irgendwie... Dann kriegt die nämlich auch von mir. Jawohl, Handschuhe verzaubern mit. Magiker, okay. Schießkunst, Zerstörung oder so verstärken. Ha, I'm feeling so powerful. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. So, Bekleidung. Jawohl, ja. Wir kleiden uns gleich auch noch mit dem ganzen Zeug ein, aber zuerst wieder back to the crap. Ah, nee, Moment. Weil wir gerade beim Fahrränger sind. Ich habe doch beim letzten Mal gesagt, wir brauchen unbedingt noch einen neuen Heilungszauber. In letzter Zeit werft einen Blick darauf. Schauen wir mal, was der hat. Zauberbuch. Beständiger Schutz, ne? Besserer Heilungszauber, komm schon. Heilung. Ja, 15 pro Sekunde. Da kannst kacken gehen damit. Leichter Schutz, nein. Niedere Untote vertreiben brauche ich auch nicht. Schnellheilung, 75 Punkte haben wir schon. Na, der hat das nicht. Haben wir irgendwas für dich zum Verkaufen eigentlich? Die ganzen Testamente. Ah, da. Beschworenes Schwert, alles der Kack, den wir schon haben. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier... Ah, die werde ich auch gleich mal aufsuchen. Und
zwar eben deswegen, weil dann schauen wir mal, dass wir da ein Buch herbekommen für bessere Heilung, weil wir brauchen's. Also, die ist nicht mehr zufriedenstellend. Na, jetzt sind wir gut ausgerüstet, da kann man jetzt echt nichts sagen. Hui! Liebe! Bei dir können sie echt auch mal eine andere Schallplatte auflegen. Wie die dastehen. Nun gut. Ein wunderschöner Start, gleich direkt ein Verwaltungspart. Ich würde mal sagen, auch wir haben dann noch eine Mission zu erfüllen. Erstmal noch die ganzen Seelensteine ablegen, weil die machen uns echt... langsamer. So, jetzt irgendeinen Edelstein habe ich wieder reingelegt, jawohl. Habe ich noch Alchemiezutaten zum Verstauen? Jetzt habe ich diese purpurne Nin wird schon wieder rausgetan. Wisst ihr was, die Quest, die machen wir jetzt gleich mal. Wo ist sie denn? Da habe ich es doch gesehen. Brauchen wir bloß 30 Stück. Also ganz ehrlich, die wollen uns den Krug des Initiaten hier einfach nicht gönnen, glaube ich. So, jetzt bleib stehen. Ich frage mich, warum der mal umfällt. Das ist sicher Lydia. Wenn eine Frau im Haus hat, dann kann man nie wissen. Aber jetzt werde ich erstmal... jetzt werde ich erstmal Scheiß verkaufen. Ah, dann brauche ich meinen Ring um die Eier nicht mehr. Der eine Ring... einringen, sie zu finden, sie alle zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich hoffe, das war richtig gesagt jetzt. Bekleidung. Gaulus Amulett ist damit eigentlich überfällig, denn ich habe eine Halskette. Und einen Ring. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Alles steht. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Hast du wieder Dietriche für mich? Jawohl, her damit. Und du kriegst von mir... Na, Gaulus Amulett verkaufe ich ihm nicht, das hebe ich mal noch auf. Oder gib Lydia oder so. Aber den Ring um die Eier kannst haben. Er ist eh schon wieder pleite. Wahnsinn. Wollte ich ihm gerade noch die Rolle des Schutzkreises schenken. Bitte kommt wieder. Was ich mit Gaulus Amulett mache, weiß ich gerade noch nicht. Aber ich glaube, ich hebe es auf jeden Fall mal auf. Aber ich habe halt jetzt eins, mein Gott, scheiß es auf Stamina. Ich habe jetzt eins, das Bukette, wo meine Gesundheit mal so nonchalant um 120 Punkte oder so erhöht wird. So, kommt hier mal dabei Gauldors Amulett rein. Dann noch die restlichen Edelsteine und dann brechen wir auf. Dann machen wir mal diese Quest mit dem purpurnen Nirnwurz. Ich lasse mich ja mal überraschen, was das ist. Naja, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit unseren... Alter Schwede. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Will gar nicht wissen, wie wir jetzt ohne die Sachen aussehen. Seid ihr oft im... Nein, bin ich nicht. So. Bei den Arschkriechern, da will ich gar nicht erst sein. Ah ja, wir müssen ja die Quest erst aktivieren. Ja, jetzt ist nur die Frage da. Okay. Trivas Wacht, ja, da waren wir schon. Ah ja, genau, mein Kampftroll ist irgendwie... ist der mir abhanden gekommen. Naja, egal. Ich kann mir ja bei Bedarf kann ich mir jederzeit einen neuen holen. Eigentlich will ich jetzt nicht nochmal gegen die Banditen in der Zuflucht kämpfen.
wenn ich ehrlich sein soll. Oh, Fluchttunnel. Nein, nicht betreten. Ah, komm schon. Ah, diese schwere Rüstung bergauf, das ist einfach nix. Ich sehe schon, ich vergesse das mit der Akademie wieder. Ich glaube, das machen wir dann direkt danach. Haha! Hallo, bitte entdecken. Hallo? Sareti-Hof entdeckt, okay. Boah, ganz viele Nirnwurzel werden wir einsammeln.